Beatrice Egli, die die 10. Staffel der Castingshow Deutschland sucht den Superstar gewonnen hat, ist aus der Musikbranche nicht mehr wegzudenken. Ihre zahlreichen Fans bewundern ihre Stimme und Ausstrahlung. Und auch bei ihrer Outfitwahl stößt die Sängerin stets auf Begeisterung. Ihr Auftritt beim Fernsehgarten am 17. September wollte daher so gar nicht in das Bild der immer gut gekleideten Beatrice passen. Ihr Outfit fällt gnadenlos durch. Die 35-Jährige wählt für ihren Auftritt eine lange, leuchtend grüne Hose und kombiniert sie mit pinken Schuhen und einem floralen pinken Oberteil. Sehr zum Leidwesen der Zuschauer. Auf Social Media häufen sich die bösen Kommentare. Von "Die Egli gewinnt den Oscar für den besten Textmarker-Look heute" über "Die Hose tut weh" und "Schnitt und Farbe sind echt übel" ist alles dabei. Beatrice Egli, die sonst so gut wie jeden ihrer Auftritte auf Instagram teilt, lässt diesen Auftritt weg. Vielleicht war die blonde Frohnatur mit ihrem Outfit ebenfalls nicht glücklich.